Das ist der Hans. Wir sind in Dasing. Das liegt in Oberbayern, so zwischen Augsburg und München. Und der Hans ist ein ganz netter. Lach mal, Hans. Er lacht auf Knopfdruck. Hans, du machst hier Wheelhouse in Dasing. Das ist ein tolles Unternehmen. Euch gibt es einmal in München. Du bist in Augsburg geboren. Ich bin in Rumänien geboren. In Rumänien, aber du bist Augsburger. Ja, genau, Augsburger. Genau, so. Mit 1,5 Jahren nach Deutschland gekommen. Ja, ziemlich cool. Ich zeig dich mal gerade, du bist, ja. Wie groß bist du? 1,76. 1,76 und daneben sieht man auch, das ist ein wirklich absoluter Klassiker. Das ist ein Kippshelter und es ist ein kleiner Wohnwagen, er ist außergewöhnlich. Damit hast du die Garantie, wenn du was Außergewöhnliches haben möchtest, wirklich aufzufallen. Und ich glaube, das ist auch was ganz Tolles für Leute, die ein bisschen abseits davon gehen wollen vom Mainstream, oder? Also der schaut von außen klein aus, kann aber von innen richtig was bieten. Er ist sehr kompakt, qualitativ und wertbeständig. Ja, der wird gebaut in den Niederlanden. Genau. Man kann es schon in der Reflexion sehen. Da vorne steht ein ganz wichtiger Mann, der Patrick. Grüß dich, Patrick. Hallo, Sven. Na. Ja, Dasing. Du kommst aus München? Nee, ich komme aus Hamburg. Hamburg, immer noch. Aus Hamburg den weiten Weg. Wir drehen heute am 23. September. Es ist noch schönes Wetter. Habt ihr eigentlich eine kalte Saison? Gibt es sowas, wo keiner mehr kommt? Nee, nicht so wirklich. Also wenn, dann eher in den Sommermonaten, wo alle in Ferien sind. Aber jetzt so im Winter selbst haben wir eigentlich kaum Einbruch. So, Patrick, komm mal mit. Und du stellst dich auch mal links neben mich. Wir zeigen immer gerade. Hans, komm mal hier links neben mich. Kipp steht drauf. Du bist so ein Qualitätsfanatiker. Du schmeißt auch schon mal gerne Lieferanten raus, wenn das mit dem Service nicht klappt. Das ist so, ja. Weil das ist ja nichts, was nur uns nervt, sondern vor allem auch die Kunden. Und ja, das brauchen wir ja nicht. Und die Kunden, denke ich, auch nicht. So ist das. Kipp baut seit ewigen Zeiten in Holland Fahrzeuge. Gibt es da Montagsfahrzeuge oder sind die eigentlich alle wirklich gut in der Kontrolle? Also grundsätzlich sind die alle gut. Es gibt natürlich immer mal die eine oder andere Kleinigkeit. Das lässt sich nicht verhindern, leider. Aber das sind, wie gesagt, im Vergleich zu anderen, glaube ich, ist das überschaubar. So, alle werden jetzt schreien. Hans, das kennst du. Wo ist die Dusche? Denn ich habe viele Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, so ein richtiger Wohnwagen, der muss eine Dusche haben. Jetzt hat der keine. Selbst der größte bei Kipp, der Greyline, hat keine Dusche. Ja, das ist so eine Grundsatzentscheidung bei Kipp, das grundsätzlich gar nicht anzubieten. Bei den größeren gibt es unter Umständen mal eine feste Toilette, verbaut mit verschließbarem Raum. Aber ansonsten ist das Konzept eigentlich eher, dass es sehr offen gehalten ist. Das ist natürlich insbesondere bei den kleinen Fahrzeugen wichtig, dass wir keine hohen Schränke und so weiter haben, weil darunter dann sofort das ganze Raumgefühl massiv leidet. Hans, du darfst ihn mal öffnen bitte, denn für dich wird er vielleicht noch gehen, das war gemein, aber man kann ihn stark erweitern vom Innenraum her. Der Hans wird uns das mal zeigen, durch ganz einfache Griffe, und die Technik gibt es bei Kipp schon ewig. Ja, also wie gesagt, Kipp existiert seit 1934. Was, 34? Ja, und sind meines Wissens zumindest Erfinder des Aufstelldaches. Und nicht, wie andere denken, von einer anderen bekannten Firma. Wir haben oben Stoff von De Waard, auch einer der renommiertesten Hersteller, denke ich, weltweit für hochwertige Stoffe. Das ist ein schöner Baumwollstoff, also auch von der Haptik, von der Optik einfach was anderes. Und eröffne natürlich oben, vielleicht macht Hans mal kurz die Seitenklappen auf da oben, dass man mal sieht, dass es alles sowohl Licht reinbringt, als auch Wärme im Sommer rausbringt. Und natürlich insgesamt überhaupt für größere Stehhöhe bringt. Aber ich gut finde, dass das Insektenschutzgitter ein bisschen gröber ist, weil durch die Feinen geht gar nichts mehr durch. Ich habe jetzt gerade so eins, ja, da hast du machst das Ding auf und denkst, es passiert nichts. Nee, das stimmt. Ja, hier kommt noch ein bisschen Luft durch. Sag mal, ich muss da trotzdem mal fragen. Du weißt ja, Vorwegnahme von Einwänden, ja, in den Kommentaren. Duschen denn die Holländer nicht und gehen die auch nicht auf Toilette oder wie? Nee, wir haben eine Toilette dabei. So ist es nicht. Wir haben auch eine Außendusche hier, die man anschließen kann. Also es gibt eine Dusche. Wenn einer hart gesotten ist, zumindest im Winter. Also das ist der Anschluss eigentlich für die Außenküche, Gas und Wasser. Da kommen wir gleich noch zu. Also das bedeutet Outdoor. Ich meine, jetzt sind sie hier so Reifen drauf.
Der hat jetzt... Das ist zwar der Shelter, aber es ist der Shelter Outback. Also das ist ein ganz neues Modell. Das ist, glaube ich, der zweite, der jetzt überhaupt an uns übergeben wurde. Und der steht ein bisschen höher, hat eine höhere Zuladung von Haus aus, 1000 Kilo statt den sonst 750. Zuladung? Nein, zulässiges Gesamtgewicht. Also das Leergewicht liegt bei dem mit so einer typischen Ausstattung so ungefähr bei 700 Kilo. Also man hat gut und gern 300 Kilo Zuladung. Was den unterscheidet zum Shelter Plus sind die dunklen Scheiben. Diese Sidebars, wie man es so schön auf Englisch sagt. Die Rockslider. Oder Rockslider. Das heißt, wenn du da mal irgendwas kommst im Outback, damit eben der nicht beschädigt wird, sondern... Genau. Wir haben das ist auch kein Spielzeug. Die sind gut befestigt, oder? Nee, das ist auch kein Grundstoff oder so. Das ist richtig stabil alles. Wir haben auch die großen Bigfoot-Stützen rundherum viermal. Das heißt also, auch wenn der Untergrund mal weicher ist, versinkt das Fahrzeug nicht gleich. Ja, optional natürlich Fahrradträger, wie die allermeisten es wollen. Was ich geil finde, ist, er säuft nicht. Also das ist ja wichtig, wenn du den ziehst, hast jetzt ein Benzinauto, auch ein Turbo, machst so einen Wohnwagen dran. Viele haben ja da so ein Windsegel, so eine fahrende Schrankwand. Das ist hier ganz anders. Also aerodynamisch macht das so viel aus, oder? Ja, der Shelter ist ja auch das einzige Fahrzeug, was ein Energiezertifikat Klasse A hat. Das bezieht sich also tatsächlich auf die Aerodynamik. Und auch auf die hohen Dämmwerte, weil wir haben ja hier eine ganz andere Bauweise als bei den allermeisten normalen Wohnwagen. Wir haben hier 3 cm Sandwich-Material, Aluminium beplankt, ohne Kältebrücken und so weiter. Also das... Sei denn, das Dach ist offen, oder? Ja, selbstverständlich, das ist klar. Aber selbst das Dach ist aus 3 cm Sandwich-Material in dem Fall. Aber wenn ich zumache, das heißt, ich kann ja schlafen abends, wenn ich dann zur Ruhe gehe, dann mache ich es zu. Und im Sommer ist das natürlich prima, oder? Ja, genau. Also man kriegt vor allem, wenn es wirklich warm wird, oben die warme Luft raus. Das ist das Entscheidende. So, was ist hier drunter unter dem Gas? Ja, genau. Wir haben ja hier einmal den klappbaren Fahrradträger, E-Bike tauglich natürlich, 2x30 Kilo. Und dann haben wir machen immer 2 Gasflaschenhalter, dass man unterwegs eben auch tatsächlich halbleere oder ganz leere Flaschen mal eben wechseln kann und dann später tauschen kann. Wir haben 14 Liter Wasser einfach gehalten, damit man es auch noch tragen kann und nicht das Wasser zum Fahrzeug bringen muss, sondern tatsächlich auch mit einem Kanister irgendwo hingehen kann, wo Wasser ist. Ja, und ansonsten haben wir alles an Bordwerkzeug, was jetzt für einen Reifenwechsel zum Beispiel nötig wäre. Das ist alles dabei in diesem Safety-Paket, was man optional erwerben kann. So der Schlagbohrer auch? Nee, das ist alles Manneskraft oder Frauenkraft, besser gesagt. So, also, und das habe ich verstanden. Hier ist GFK im Spiel. Das Ganze, die Schrauben sind wahrscheinlich aus Edelstahl. Ja, also gerostet ist da noch nichts. Also insofern müssen sie sein. So, dann machen wir nochmal zu, bitte. 2 Gasdruckdämpfer. Es geht hier gar nicht darum, den günstigsten Wohnwagen zu kriegen, der möglichst klein ist. Also das ist Kipp, glaube ich, wer jetzt kommt und sagt, hier so ein Ding, das muss ja 9.000 Euro kosten, was so klein ist. Da ist es, ich glaube, die Leute kaufen sich auch so ein Ding nicht, weil sie einen billigen Wohnwagen haben wollen, so einen kleinen Wohnwagen. Nee, also klein hat nicht unbedingt was mit Preis zu tun. Also brauchen wir uns nur den Automarkt angucken. Oft sind die kleinsten die teuersten. Also von daher ist das ein Fahrzeug für Leute, die eigentlich was armer von der Optik, vom Image vielleicht auch her, was anderes haben möchten als das Typische. Einfach eine gewisse Farbauswahl auch haben möchten. Und einfach vor allem was Langlebiges wollen. Nicht? Also wir haben... Wenn man auf dem Gebrauchtmarkt schaut, man findet aktuelle Modelle überhaupt gar nicht. Ansonsten vielleicht so ab 15 Jahre alt. Also das sind schon Fahrzeuge, die sich Leute kaufen, die auf Qualität eben Wert legen. Das Wichtigste, glaube ich, Hans, ist, dass fast alle Fahrzeuge, die ihr hier verkauft, Anhänger, zeitlos sind. Das heißt, die Leute rennen hier nicht dem letzten Trend hinterher. Das ist ja oft so, dass gerade bei den ganz großen Markenherstellern Modellwechsel im Design auch passieren. Der Kunde sagt, jetzt habe ich einen alten. Das hast du bei Kipp nicht. Also die alten sehen so aus wie die neuen, habe ich das Gefühl. Also Kipp gibt es ja schon seit 1934 und die haben immer eigentlich von den Wohnwegen Fahrzeuge, die wertbeständig, qualitativ und langfristig auch ihren Wert erhalten oder steigern. Krass, oder? Das heißt also, selbst älteste Kipp hier vorne kommt ein kleiner, ein
in Kuppler kommt. Spannend. Ist das ein Kunde? Oder? Ja, das ist ein Kunde. Cool. Eine Kundin. Ja. Eine Kundin, ja. Die ist auch happy. Ja, Hans müsste sich gleich mal drum kümmern. Das läuft jetzt leider hier gerade parallel. Das macht nichts. So, wir gehen mal rein. So, ja. du bist ein großer Mann. Wie groß bist du? 1,89. 1,85. Geh mal rein. 1,89. Ja. So. Also selbst ich kann hier locker drin stehen und habe immer noch, weiß ich, 7, 8 cm Kopffreiheit. Ist natürlich blöd mit den Expandern. Die stören. Ja, das ist... Die Sache von als Wäscheleine, das ist aber nur dafür da, dass man beim Schließen des Daches den Stoff so ein bisschen nach innen zieht. Ja, ansonsten 1,70 x 2 Meter Liegefläche. Das Interieur ist im Übrigen auch neu. Das betrifft sowohl den neuen Shelter Plus als auch den Outback. Wir haben jetzt hellere Fronten. Wir haben hier im Outback einen Kompressorkühlschrank und keinen Absorber mehr. Ansonsten vom Design her alles insgesamt ein bisschen heller und frischer. Die Holzplatten sind ein bisschen derber in der Optik, ein bisschen dicker gestaltet. Die sehen aus wie echt, ehrlich. Ja, die Haptik ist auch wirklich schön. Ja, das können wir gleich mal machen. Mach mal gerade vorne bitte das, die Verdunklung mal runter, bitte. Ja. Patrick, dass wir mal sehen. Also A hat er eine. Oh, das ist aber schön gemacht. Also nicht von oben nach unten, sondern wie im Wohnwagen. Das geht weiter. Wie im Wohnmobil quasi. Und jetzt sieht man sehr schön das Ganze... ist vom Design her richtig schick. Also du hast die Grautöne, du hast Holztöne mit drin. Du hast, ich sag mal, die haben sich viel Gedanken gemacht, damit es nicht altbacken ist. Weil Kipp war ja immer so in den Köpfen der Leute immer so ein bisschen, das hat die Oma schon gefahren. Ja, das stimmt. Bis zum Jahr, glaube ich, 2010 war es, wo die Firma übernommen wurde vom jetzigen Eigentümer. Und seitdem hat sich also designtechnisch eine ganze Menge getan. Und der Zuspruch gibt ihnen recht. Also gerade der Kipp Shelter verkauft sich extrem gut, sowohl in Holland als auch bei uns in Deutschland. Mach mal auf bitte hier, so ein Fach. Ja, wir haben einmal hier unter der Spüle einfach Stauraum. Zum Beispiel für Besteck. Ja, wir haben hier auch nochmal Ablage. Wir haben hier unter dann die Absperrventile, Wasserablauf. Das ist alles hier untergebracht. Es gibt auch eine Heizung hier an dem? Ja, also Fußbodenheizung ist beim Shelter Outback und Plus Standard. Strom, oder? Ja, die braucht immer 220 Volt von außen. Mhm. Das ist aber wirklich nur dafür da, den Fußboden fußwarm zu halten, was allerdings ein extrem cooles Feature ist, wenn man das einmal hatte. Und wir müssen nicht mehr hier angeben. Das ist wie die Sitzheizung im Auto, so ein bisschen. Nee, ich vergleiche das immer gerne mit der Lenkradheizung. Das ist eine schöne Sache. Einmal da, genau. Und dann, Ja, okay. Genau. Ja. So, das bedeutet, es gibt auch eine Hauptheizung, gibt es auch noch? Ja, es gibt noch eine Zusatzheizung, die sogenannte Whale-Heizung. Das ist eine Option. Wenn du dich einmal drehst, da, das sind die Regler. Kommt aus der Schifffahrt, oder? Whale. Oh, das weiß ich nicht. Ob die aus der Schifffahrt kommen, das kann ich nicht sagen. Also das ist ebenfalls eine kombinierte Gas-Elektroheizung. Das heißt, wenn ich frei stehe, kann ich die über Gas laufen lassen. Wenn ich Strom zur Verfügung habe, dann eben über Strom. Cool. Alles ist sehr schick. Also man muss schon... Ja, ist jetzt zwar keine drin, aber hier ist quasi das Fach für die Toilette. Kleines Porta-Potti, wenn man das möchte. Hier haben wir noch eine Handy-Aufladezone hier. Finde ich sehr praktisch, so ein Porta-Potti. Ich habe auch ein kleines. Das Schöne ist, wenn du mal dringend musst. Heute Morgen stand einer bei mir, hat gesagt, gibt es hier öffentliche Toiletten? Ich, nein. Und er sah nicht glücklich aus. Also, nee, glaube ich. Wobei wir ehrlicherweise wahnsinnig viele Anfragen haben, ob man nicht alle Fahrzeuge, die wir so haben, mit Trockentrenntoiletten bekommt. Also es ist in Deutschland ein Riesenthema. Ich habe aber den Eindruck, so wie das Pfandsystem, nur das in Trimino. Deutschland ist das, ja, genau. Ja, das ist ein guter Hersteller, habe ich in Videos gemacht. Funktionieren sogar. Also es ist anders wie die Kurbeldinger, wo man ein bisschen mehr Ahnung haben muss. Da kann man was falsch machen. Bei Trilino kannst du irgendwie gar nichts falsch machen. Setz dich mal rein, bitte. Denn das Coole ist, du hast ein Bett, was relativ schnell umgebaut werden kann. Sie könnte sogar eine Person könntest du lassen. Also wenn man die Beine in der Richtung hält und ein bisschen querschläft und so, das geht direkt.
Das ist auch ein tolles Fahrzeug, wenn ich alleinreisend bin, oder? Viele kaufen sich das sogar alleine, oder? Ja, wir haben tatsächlich, was uns selber überrascht hat, von Anfang an überrascht hat, ist, dass viele Frauen alleine reisen und sich dieses Fahrzeug zulegen. Also klar, man hat hier alle Möglichkeiten. Durch diesen Zusatztisch, die Bettunterlage ist im Moment der Haupttisch, der ist natürlich standardmäßig dabei. Den kann man da oben unter dem Fenster einfach einhängen. Dann hat man hier eine große Sitzgruppe mit 4, ja, vielleicht auch 6 Leuten. Ansonsten benutzt man die Tischplatte quasi als Unterlage fürs Bett. Und durch diese Nutzung von diesem kleinen Tisch habe ich die Möglichkeit, quasi das Bettzeug vorne liegen zu lassen. Ich muss also nicht ständig auf- und abbauen. Und wenn ich dann tatsächlich die ganze Liegefläche brauche, zu zweit oder auch alleine, lege ich mir einfach die kleine Tischplatte hier zwischen, schlage den Topper oder das Laken mit dem Bettzeug zurück. Bett ist fertig. Ja. Gerade für Leute, die unterwegs sind, ein Zugfahrzeug haben wie mein Hilux, der auch Allradfähigkeiten hat, kommst du hiermit eigentlich überall hin. Das heißt, du kannst in der Schweiz zum Beispiel, wo die Leute ja viel so am Wochenende in die Berge fahren, zum Wandern, Mountainbiken und so, tolles Fahrzeug für mal 2-3 Tage mal eben rauszufahren. Ne? Ja, also erstens ist es komplett unkompliziert. Also ich habe ja nur den einfachen Wassertank. Ich habe die Batterie, auf die ich ein bisschen achten muss. Ansonsten ist das Fahrzeug natürlich extrem kompakt. Es ist nur 1,85 breit, also ich brauche keine verbreiterten Außenspiegel. Es läuft einfach immer hinterher. Insbesondere der Outback hat natürlich nochmal 5 cm mehr Bodenfreiheit als der Plus. Das heißt, für einen Hänger ist ja eigentlich nur wichtig, dass er Bodenfreiheit hat. Und wir haben jetzt hier über 30 cm, das ist mehr als die allermeisten Pickup. Also was krass ist, aufgrund der Aerodynamik, hast du den schon mal vergessen? Ohne Witz, weil ich habe den mal vergessen. Man guckt dann plötzlich auf den Tacho und denkt, oh, 130, doch mal wieder reduzieren. Nee, oder wenn du jetzt zum Beispiel rückwärts einparkst beim Lidl und sagst, okay, da war ja noch ein Hänger dran. Aber du merkst ihn. Das ist mir noch nicht passiert. Also wo die meisten Hänger richtige Spritfresser sind bei Autos, das hier ist ganz anders. Also aufgrund der Aerodynamik und der Leichtigkeit und so weiter reden wir hier meistens nur von 1-2 Liter mehr. Ich habe übrigens viele gefilmt, die dann gesagt haben, ja, mein Weinsberg 0,3 Liter mehr, glaube ich nicht. Also sobald ich einen Anhänger hinten dran mache, geht bei meinem Diesel geht's meistens hoch auf 13, 14 Liter statt 9,5. Ja. Das merkst du richtig, aber hier anders. Also du hast ja selbst, ist das ein Dieselbenziner, den du fährst? Ich habe einen Diesel. Ja, ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Leistung und Drehmoment hat mein Zugfahrzeug, wie hoch ist die Mehrbelastung. Aber ich sag mal, was meine Erfahrung ist, dass das wichtigste Kriterium ist eigentlich, wir haben ja auch ein E-Auto, ein reines E-Auto, mit dem wir auch viel Hänger ziehen, den Volvo XC40, wenn es jemand interessiert, der hat damit also gar keine Probleme, weil die Aerodynamik ist das Entscheidende. Also das Gewicht ist unsere Erfahrung, ist zweitrangig. Also die Aerodynamik ist ganz wichtig, weil ich denke auch egal wie lang der ist, wenn er mal rollt, aber wenn der vorne natürlich kantig ist, kastig, dann hast du einen Spritverbrauch, das glaubst du gar nicht. Und da hilft auch kein Spoiler auf dem Dach, habe ich gemerkt. Also der hilft, aber ist nur, pass auf, wir bauen das mal um, dass man das mal sieht. Ich zeige mal gerade ein schönes Detail. Du hast hier Zoösen mit drin, das heißt, du kannst also auch zum Beispiel ein E-Moped hier transportieren. Ja, es gibt den ja auch sogar mit richtig Motorradpaket für Motorräder bis 200 Kilo. Da wird dann der Boden verstärkt. Es gibt dann eine Auffahrrampe dazu. Was da unten drunter kurz? Die Schublade machen wir auf. Ja, das ist einfach nur auch nochmal Stauraum. Okay. Ja. So, und jetzt machen wir mal eine Sitzgruppe für 12 Personen. Ja, da brauchen wir 2 Kipps. So, und das wird umgeklappt. Und die Polster sind richtig gut. Warte, ganz kurz. Also das ist das Brett, was der Tisch wird, oder? Das ist der Tisch. Das ist der Tisch. Genau. Bitteschön. Genau. So, der wird wahrscheinlich gedreht. Nee, der wird hier einfach nur... Ach, Eingang. Und dann gibt es hier drunten... Ah, der hat noch ein Bein. Boah, das ging ja schnell. Das heißt also, wenn ich umbaue... Und das hier, wo kommt das hin? Ja, das muss man dann irgendwo hier auf die Seite stellen. Dafür gibt es jetzt keinen Platz. Na, das kann ich hier zum Beispiel irgendwie hinstellen für die Zeit.
Du weißt, die Leute sehen alles, Patrick. Ja, das ist so. Und du, das wollen sie auch. Und du kennst das ja selber, wenn da irgendwelche Sachen drin sind und dann gesehen werden, die sagen dann direkt, naja, was mache ich denn damit? Setz dich mal rein. Ja. Das heißt, die etwas kleineren Personen sitzen da, wo du jetzt sitzt. Ja, so. Geht auch noch. Das Schöne ist, also wir haben Leute gehabt, ich glaube, der größte war 2,08 Meter. Der konnte, also gut, kommt natürlich ein bisschen auf den Körperbau an, Verteilung, Oberkörper, Beine, aber man hat hier erstaunlicherweise viel Platz. Wenn es im tiefsten Winter jetzt ist und ich habe einen Wintercampingplatz, die haben ja dann auch Duschen und so weiter, ich kann hier richtig Wintercamping mitmachen, oder? Absolut. Ja, denn da mache ich hier oben einfach zu. Ja. Kann hier abends schön drin schlafen, mache meine Skitouren, gehe dann in die Sauna dann, je nachdem wo ich bin, in Sexton zum Beispiel, gibt es richtig tolle Geschichten, die ich gesehen habe, wo du hier mit so einem Fahrzeug wahnsinnig gut hinpasst, ja, wo die Leute dann kommen mit ihren Linern, er ist ein toller Platz, wo ganz kleine, ganz große, also Riesenliner, 12 Meter mit Anhänger und der Kipp, der passt hier hin. Was ist deine Erfahrung? Du hast ja jetzt schon oft benutzt, ich sag mal, das fällt schon auf vom Campingplatz, oder? Ja, also das ist das auch, was die Kunden teilen. Also man muss ein bisschen kommunikativ sein, weil klar, das Fahrzeug fällt auf, sowohl von der Farbgestaltung, von der Form, von der Größe natürlich. Und viele sind einfach interessiert reinzugucken. Allein der Einstieg von hinten ist natürlich für viele schon etwas, was sie sonst gar nicht kennen. Und sind eigentlich in der Regel alle überrascht, wie groß, wie das Raumgefühl ist. Und das hängt auch viel damit zusammen, dass wir einfach keine hohen Schränke haben. Ja, was die meisten sagen, bei der Pickup-Kabine, die ich jetzt habe, die kommen hin, gucken sich die an und sagen, oh, ist ja geil, damit fährt man jetzt nach Afrika und so, aber meins wäre es nicht, sagen sie. Aber das ist so, das ist für Fans hier, muss man schon sagen, oder? Das ist eine Geschichte, ich sag mal, für kleine, also die auch einen kleinen Plot wollen, die nicht viel verbrauchen wollen. Und du wirst merken, was interessant ist, je kleiner, je ausgefeilter, je, ich sag mal, desto mehr Aufsehen erregst du. Weil die Leute irgendwie, eigentlich wollen die sowas Kleines alle haben, aber dann kaufen sich dann doch, weil sie sagen, naja, fürs gleiche Geld kriege ich auch einen großen. Ja, den Spruch hören wir tatsächlich natürlich auch oft. Dafür kriege ich 8 Meter, dann muss er 8 Meter kaufen woanders, das ist einfach so. Also wir sind ja nur wirklich spezialisiert auf klein, leicht, handlich. E-Mobil tauglich, das ist ja schon unser Kerngeschäft. Und Leute, die sich einen Kipp oder auch Teardrops oder irgendwas in der Größenordnung zulegen, die machen das ganz bewusst. Also die wollen sich reduzieren, die haben vielleicht auch Probleme, größere Fahrzeuge unterzustellen, die wollen einfach auch flexibel sein, das heißt Wetter schön, so wie heute, angehängt los. Also das Fahrzeug sollte dann schon auch möglichst am Wohnort stehen und das ist mit großen Geschichten für die allermeisten nicht. Ist ja auch ein Problem, ich habe vielleicht nur eine kleine Auffahrt. Der passt in eine Garage, richtig? Ja, Garage eng. Seltener, aber Carports oft. Und Carports, das ist ja für einen Wohnwagen eh das Beste. So, Preis, wo fängt es an, der hier, der Auto? Preise möchte ich ungern nennen. Weil ungefähr, sind wir hier sechsstellig? Ja, wir sind ja heute am 22. Echt, heute ist der 22. Warte, ich guck mal. Nee, 2020. 23. Ne? Oder 23. Ja, also wir haben es ja leider schon gehabt, dass kaum war das Video veröffentlicht, waren die Preise schon wieder hoch. Also aktuell startet der Vision, der Shelter Outback, so wie wir jetzt hier ihn haben, bei 26,5, hat allerdings auch schon relativ viel drin, also was Solar, Lithium-Batterie und so weiter angeht. Der Plus startet aktuell bei 22,5. Also so, das sehen wir nämlich dann. Also es gibt einen, das hier ist ja jetzt, ich sag mal, was ganz Spezielles für Leute, die den Look auch haben möchten, die das höher gelegt haben möchten, die, ist das Design bei dem anderen ähnlich, bei dem kleinen? Ja, also Form und Farben sind innen, identisch, also innen auch, ja. Der einzige sichtbare Unterschied ist, dass wir hier ja den Isotherm Kompressorkühlschrank haben, den haben wir im Plus dann nicht mehr, aber alles andere ist identisch. So, mach den mal kurz auf, den Kühlschrank, dann haben wir es durch und dann gehen wir mal in deine Ausstellung, denn ist das eigentlich, ich war noch nicht in Hamburg, ist die ungefähr vergleichbar, die Ausstellung hier? Ja, nahezu gleiche Größe. Auch die Fahrzeuge ähnlich? Ja. Okay, dann komm mal mit. Denn heute der 23. merkt ihr erstmal. Außenküche? Außenküche? Ja. Die Außenküche. Nicht vergessen. Wir haben eine Außenküche. Echt? Ja, natürlich. Ja,
heben das jetzt schön raus. Wir lösen einmal den Gasschlauch. Das ist so ein Schnellverschluss, oder? Das, ja, das wollen wir den Leuten ja nicht voranhalten, hoffe ich. Jetzt ziehe ich einmal den Gasschlauch, den Abwasserschlauch und die Verbindung raus. So. Aha. So, und jetzt bräuchte ich eigentlich Hilfe. Kurz den Hans, aber das kriege ich auch alleine hin. Und wir haben hier die Stütze. Da ist noch Stauraum, das heißt, die Serviceklappe geht unter das Bett. Ja, genau. Also wir haben sowohl für die rechte als auch die linke Seite optional diese Gepäckluken, wie Kip das nennt. Macht das Leben halt deutlich einfacher, als wenn ich jedes Mal innen die Sitzpolster hochnehmen muss, die Sitzfläche hochklappen muss. Sehr praktisch, ne? Ja, absolut. Schau mal, da ist der Außenstromanschluss und hier bei dem Modell auch die Leichtmetallfelgen sehen natürlich richtig schön aus. Das ist alles Standard bei dem Outback-Modell. So, kann ich hier irgendwie helfen? Nö, gut. Ist auch schön, weil viele sind ja auch alleine. Genau, ich hänge das hier quasi nur ein. Das ist ein Aluprofil. Ich lege das hier. Zack. Stell das ungefähr auf die Höhe erstmal ein. Okay, das heißt, der kann auch schräg stehen. Ja. Den kann ich so hinstellen. So, dann habe ich hier unten die Anschlüsse. Gas. Einmal den außen Gas. Dann habe ich hier Wasser. Den Stromanschluss brauche ich, damit ich den Wasserhahn, dass der Wasserhahn die Pumpe aktivieren kann. Und Abwasserschlauch drin wie draußen endet entweder im Freien, wenn es jetzt reines Wasser ist, oder dann eben in einem Kanistereimer. Wenn du es mal gerade auf die Höhe nivellierst, wie du es jetzt machen würdest, nur für die Optik. Mensch, steht da ein bisschen. Du weißt ja, ich bin. Die Männer erkennen ja oft, wenn Bilder schief hängen. Kennst du das? Ja, das kann ich auch gut. Also gerade aufhängen ist eine andere Sache, aber entdecken, dass es schief ist, ist sehr leicht, ja. Bitte nicht, liebe Frauen, das ist wirklich so ein Männerding, habe ich das Gefühl. Du kommst in den Raum rein und sagst, das Bild ist schief. Und die Frau sagt, hä? Ist mir gar nicht aufgefallen, zumindest bei meiner. Ja, ich bin begeistert. Du sagst, die Qualität ist so, dass du die verkaufen kannst. Ja, den verkaufe ich sehr gerne, weil ich voll dahinter stehe. Also ich mag einfach die Firma Kip, so wie sie das Konzept des kleinen Campings umgesetzt haben. So, machen wir mal kurz einen Rundgang, dass wir das sehen. Was ziemlich geil ist, ist der Opus, den werden wir heute auch noch zeigen, dass wir den haben. Denn das hier auf der rechten Seite, Wildbox, hast du neu vorgestellt. Genau. Den machen wir vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher als neulich auf der Messe. Dann haben wir den Silbernen, auch ganz neu bei uns, gestern erst angekommen, Miniaturing. Ganz neues Teardrop-Konzept, sehr interessante Features, komplett neu gedacht. Da sehe ich schon die Kommentare wieder, die dann alle schreiben, was so viel Geld für... für so wenig Wohnwagen. Ja. Ich glaube, die Leute haben es denn nicht verstanden, dass sie sich ja kaufen können, was sie möchten. Ja. Also das ist ja freiwillig, oder? Ja, hier wird niemand gezwungen, nein. So. Das tun wir nicht. Hier Wildbox, die haben wir gesehen in Friedrichshafen. Nee, das ist der Wolf. Wolf haben wir gesehen in Friedrichshafen. Aber da gucken wir dann auch den neueren an. Das ist quasi den man von der Messe schon kennt, aber da gibt es auch schon wieder ein paar Updates, genau. Sehr schön. Hier, das ist Opus. Aufbaudauer, der ist mit Luft? Ja, also tatsächlich, eine potenzielle Kundin bei uns in Hamburg wollte das natürlich demonstriert haben. Und es hat tatsächlich, so wie er jetzt steht, Abbau, zusammenklappen, Aufbau, insgesamt 10 Minuten gedauert. Ja, das wirst du gleich mal machen müssen, weil ich denke, das zeigen wir dann auch mal. Dann der Klassiker schlechthin, auch ganz viele Kommentare, viel zu teuer, viel zu schlimm, da würde ich mir eher, was stand letztes Mal drin, Eigentumswohnung kaufen oder sowas, ja. Ja, jeder wie er möchte, ne? Also das Ding ist so geil. Sag mal, wenn du damit unterwegs bist, was passiert da in der Farbe? Egal, ob man auf der Tankstelle steht, versucht den abzukoppeln, man wird sofort angesprochen, weil die meisten natürlich auch überhaupt nicht wissen, was es ist. Ja. Und klar, so Kommentare wie Waschmaschine oder Tümmler oder was auch immer fallen natürlich immer.
Aber da haben wir uns schon dran gewöhnt. Ja. Preis von dem ungefähr? Fängt an bei 20, nackt, ohne Überführungskosten. Das Interessante ist, dass es den Mink demnächst in Weiß und auch in Matt-Schwarz gibt. Also alles das, was man jetzt in Gelb sieht, wird dann in Weiß oder Matt-Schwarz sein, auch mit unterschiedlichen Rädern und Felgen. Die typische Außenküche. Ja, sag mal, als du damals vor 2, 3 Jahren hast du angefangen? Ja, mittlerweile 3,5 Jahre, ja. Hast du da gewusst, was du dir da antust? Weil vor 3,5 Jahren war das Thema Camping ja noch nicht so krass wie heute, oder? Also ich habe das Gefühl, dass ich in die richtige Richtung gewachsen bin und ja auch weitere Pläne habe. Insofern, was natürlich für uns allen entgegenkommt, ist die wachsende Vielfalt in diesem Segment. Und da passiert einfach ja, sowohl im Ausland als auch, wie zum Beispiel eben mit dem Miniaturring, der ein rein deutsches Produkt ist, auch tatsächlich mal innerhalb Deutschlands was Neues. Und das macht einfach Spaß. So, hier Wolf. Das ist auch ein spannendes Konzept. Viele Nieten. Ich kenne die Konzepte. Damit kannst du denn gar nicht wegfahren. Also, weil ich fahre ja so ein ähnliches Konzept gerade als Pickup-Kabine und bin total beeindruckt, wie Leute, die Autos haben für 500.000 Euro, da stehen bleiben und sagen, will ich haben. Ja, das ist, was soll ich sagen? Also viele kaufen sich sowas natürlich wie ein Defender, einen alten, der macht eigentlich umwelttechnisch, komfortmäßig überhaupt gar keinen Sinn mehr. Trotzdem gibt es viele Leute, die den lieben und das ist, sag ich mal, eine ähnliche Kundschaft. Die wollen einfach was anderes. Ja, und das Ding, da müssen wir zwar uns mal, wir stammen uns drüber unterhalten, weil ich glaube, ich will so einen haben. vielleicht werden wir uns ja handelseinig, weil dann fahre ich als fahrende Litfaßsäule rum. Denn damit hast du natürlich die Blicke zu 1000% auf dich, gerade in der Farbkombination, oder? Ja, das Konzept hat mich auch insofern begeistert, weil es sieht zwar aus wie Metallbauweise, ist es aber nicht. Es ist GFK Sandwich. Natürlich ganz andere Dämmung als bei den Metallfahrzeugen. Wir haben hier also kältebrückenfreie Materialien, die das Fahrzeug natürlich komplett wintertauglich machen lassen. Eine vollwertige Dusche, um beim Thema zu bleiben. Porta-Potti oder auch da tatsächlich Trockentrenntoilette möglich. Den kann man haben mit Stockbetten oder Innenküche. Also viele, viele Varianten. Sitzgruppe kann man natürlich auch umbauen. Ist die Heizung wählbar, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt keine Luftheizung haben? Eine Kombi zum Beispiel? Also der wird im Moment zumindest nur mit Diesel, warmem Wasser und Heizung angeboten, genau. Sehr schön, also Campus. Habe ich ja gefilmt, nicht ja. Bei dir letztes Mal und jetzt ist ja klar, der Nummer 1 Dealer natürlich für Campus ist Wheelhouse, habe ich auch gar nicht gewusst, also da stand er. Ist auch tatsächlich erst in Düsseldorf passiert, da habe ich das Fahrzeug zum ersten Mal gesehen und habe sofort zugeschlagen, weil der große Unterschied ist natürlich, wir haben hier eine feste Kabine ohne Aufstelldach, das heißt, ich kann wirklich als Familie mit 4 Leuten schlafen, ohne dass ich das Aufstelldach nutzen muss. Das heißt, ich bin wirklich komplett wetter- und temperaturunabhängig mit dem Fahrzeug. So, und da ist unser beginnend, ist auch ein Outdoor. Sag mal, nee, das ist der Plus. Das ist der Plus. Ja. Das heißt, der hat auch eine Beplankung, der ist ein bisschen tiefer, oder? Ja, der steht 5 cm tiefer, hat eine etwas andere Felge, hat eben nicht diese, was sagtest du, Sidebars? Rockslider. Rockslider, genau. Hat auch die hellen Fenster. Ja, ist so ein bisschen ziviler. Und hier ist etwas größer der Vision von Kipp. Und das ist jetzt ein ausgewachsener Familienwohnwagen. Bitte keine Fragen stellen. Auch er hat keine Dusche. Doch, auf der anderen Seite, aber nur an der Außendusche, aber mit Warmwasser. Mit Warmwasser? Ja. Ja, das ist ja schon mal was, oder? Ja, genau. So. Was für Warmdusche. Wheelhouse, wir sind in Dasing. Das liegt zwischen Augsburg und München. Ich glaube sogar etwas näher zu Augsburg als zu München, oder? Ja, das stimmt. Ja, direkt an der Ausfahrt Dasing. So, Wheelhouse heißt der Laden. Ich hatte unglaublich große Probleme, mir den Namen zu merken, weil er ist eigentlich total easy, aber irgendwie habe ich es nie auf die Kette gebracht. Also ich zeige es noch einmal. Wheelhouse. Oder Dasing? Nein, Dasing ging noch, aber Wheelhouse war. Das Coole ist, du bist unweit vom größten Caravan-Händler Europas. Also das kann man ja mit Fug und Recht behaupten. Das heißt, wenn ihr auf dem Weg seid nach
Sulzemoos, dann sind das nur zwei Ausfahrten weiter und man braucht 20 Minuten nach Sulzemoos. Kommt auf jeden Fall auch mal in Dasing vorbei, weil hier gibt es echt was zu sehen, wenn ihr auf so was steht. Selbst wenn ihr keinen kaufen wollt, ihr müsst das mal erlebt haben. Also die Ausstellung ist ja für jedermann offen. Vielleicht hat man den einen oder anderen, den man ja auch bekehrt, ja, oder? Ja, ja, durchaus, durchaus. Also viele müssen das tatsächlich erleben und begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, um zu verstehen, wo Vor- und Nachteile bei solchen Konzepten liegen. Ja, und viele kriegen dann die Kurve und kaufen dann hier. Sehr schön. So, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Wheelhouse mit Patrick und Hans. Der Hans ist hier fest. Du bist ab und zu mal hier? Ja, also selten als ich dachte. Es läuft auch ohne mich. Ohne dich. Du bist dann in Hamburg. Genau. Danke fürs Einschalten und ja, komm vorbei. Hier sieht man es, Wheelhouse. 85-jähriges Jubiläum war 2019, also eine richtig tolle Geschichte. Und wenn ich hier reingucke, dann möchte ich am liebsten gerne hier bleiben. Danke fürs Einschalten. Ciao.